Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Transocean 2 Rivals. Mein Name heißt Garderol, ist unlängst eingeblendet, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und wir versuchen hier möglichst geschickt in die uns zugewiesene Parklücke einzuparken. Das wird jetzt schon wieder nicht funktionieren. Wir müssen gleich mal ein kleines Stück zurücksetzen, das sehe ich schon kommen, oder? Na, haben wir noch genug Drive auf dem Hinterantrieb? Bei den großen Schiffen, wie gesagt, freue ich mich schon drauf. Da ist es wahrscheinlich so, dass wir da wirklich vorne und hinten Ruder haben. Das heißt, wir haben noch Seitenruder. Hä? Also, dass wir das vorne noch rumreißen können, das Schiff. Wollte ich sagen. Oh, ich höre Geräusche. Halt, ich höre Geräusche. Ah ja, ist egal. Ist nicht mein Problem. So, doch gucken, wo er bleibt. So. Ja. Wie war der Spruch noch? Hupe geht schon, gehe noch nicht. Also Hupe, ne? Schiffshorn. Ja, schön, dass du wieder reinschaust. Wir machen dieses Let's Play so ein bisschen kurzweilig. Also kurze, kompakte Folgen, wo ich immer so ein bisschen reinschauen konnte, damit es noch nicht langweilig wird. Und trotzdem versuchen wir, das Ziel zu erreichen. Ist gar nicht mal so unknifflig. Und das ist ja eines der Dinge, die ihr euch gewünscht habt von einem neuen Teil. Ist umgesetzt worden, das ist gelungen. Neue Menüführung, finde ich auch ganz hübsch. Und trotzdem... Schiff angedockt. Sehr gut. Die Hafencrew entlädt ihr Schiff nun. Da sie ein perfektes Manöver hingelegt haben, bekommen sie einen Bonus auf alle hier abgelieferten Aufträge. Viel Spaß mit dem Geld. Ja. Dankeschön. So, wir fahren jetzt zum Reparieren. Das ist mir jetzt zu doof hier. Hier hin. Ja. So, und hier brauchen wir neue Aufträge. New York, New York, New York. 4 Tage. So, 14 Millionen. Und wir haben noch 42 Tage. Das Problem ist jetzt, wir müssen das eine Schiff zum Reparieren karren. Das Reparieren kostet 8 Millionen. Ich weiß es nicht. So, Los Angeles 2. Anchorage 2. 3 Tage doppelt so lange. Meerkohle. Anchorage. Anchorage. Wir spielen ein bisschen New Vegas hier. Guck mal, noch einer. Der hat sich gelohnt. So, und jetzt sehen wir übrigens auch hier die... Das verliert gar nicht so viel an Gesundheit jetzt. Das vielleicht auch mit der Beladung zusammen? Also der Appelkahn soll mir halt im Zweifelsfall nicht absaufen. Das ist jetzt so ein bisschen mein Problem. Und die Survivor, die möchte... Anchorage in 24 Tagen, ne? Das ist halt so ein Quatschauftrag. Das war jetzt auch nicht viel besser. Eine Schlepperreederei streikt. Sie müssen selber Hand anlegen und ihr Schiff steuern. Ah, selber Hand anlegen, das kennen wir doch. So, wir müssen einmal ganz da oben herum, das kriegen wir hin. Ihr könnt übrigens auch zoomen hier, seht ihr, ne? Rein rauszoomen. Alles kein Problem. Also, was ich natürlich gerne wissen will, würde, ob wir irgendwie nachträglich nochmal wieder diese Farbe ändern können, weil das ist ja echt, das belastet einen ja schon wirklich vom Hingucken, oder? Ekelhafte Grün, Blau. Sehr, sehr anstrengend. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo müssen wir da rum? Ah, 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 ah. Mir fällt wie ein Besoffener. Ich trinke aber keinen Alkohol, ich bin echt doof. Beleidigst du alle Leute, die abends ein Feierabendbier trinken? Ja, wenn sie es jeden Abend tun, haben sie ein Alkoholproblem. Ja, aber es ist doch nur ein Bier am Abend und man kann es ja jederzeit aufhören. Okay, mach mal. Ich habe übrigens in einem Projekt einen Arbeitskollegen, der mir jetzt erzählt hat, er würde jeden Abend oder jeden zweiten Abend, also auf 2 Abende verteilt, immer mit seiner Freundin eine Flasche Wein ziehen. Und halt, ich hielt das nicht für bedenklich. Das muss man sich überlegen, ne? Schraubst dir jeden Abend eine Flasche Wein rein, eine halbe, oder mit einer Frau eine Viertel.
Weiß nicht. Ich find's halt doof. Aber muss ja jeder selber wissen, ne? Andere sammeln Briefmarken. So. Oder Modelleisenbahnteile. So, wobei ich glaube, dass das letztgenannte dann die teuerste aller Varianten ist. Selbst wenn man beim Alkohol noch die Gesundheitskosten mitrechnet. So, wir sind hier im Hafen von New York und versuchen möglichst geschickt hier schnell rauszukommen. Was glaubt ihr, werden wir es schaffen, den Auftrag zu erfüllen? Bin mir da nicht sicher, weil wir jetzt ein Schiff noch reparieren müssen. Was ist denn, wenn wir jetzt das Schiff nicht reparieren, sondern verkaufen? Wir können ja mal gucken, wie viel wir das Schiff kriegen. Statt reparieren, verkaufen. Ihr drückt ja natürlich bestimmt alle die Daumen, ne? Ja. Man hat mir übrigens gesagt, gerade in meiner Schattenredaktion, dass ich ruhig mit 10 Kilonewton fahren kann. Das heißt nicht Kilonewton! Ja. Das Problem ist, wenn wir das Schiff nicht reparieren, säuft es irgendwann ab und dann ist es ganz weg. Das ist auch doof. Wir haben noch 34... Oh, ist das knapp! Ich weiß es nicht, was wir machen sollen. So, die Yankee will nach... Die Yankee will nach Los Angeles, hat sie mir geflüstert. Aber sowas von will die dahin. So, und die müssen wir reparieren. So, jetzt geht's drum. Also, ich gehe natürlich keine 10 Millionen dafür aus. Würde ich mal so sagen, oder? Oh, ist das spannend. So spannend, so spannend, so spannend. Oh, 25 Millionen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und 31 Tage Zeit. Natürlich, wenn jetzt die Beul, wir müssen übrigens dann das Containerschiff verkaufen. Wenn wir das Bulkschiff verkaufen. Das kriege ich auch noch hin. Aus irgendeinem Grunde übrigens scheint die olle Tussi da übrigens Tankschiffe zu favorisieren. Vielleicht gibt es einen Grund dafür. So. Die Survivor. Die Survivor will nach... Oh. Noch Houston drauf. Ist fertig repariert. So, und dieser Turm ist repariert. Das müssen wir natürlich auch effizient nutzen hier. Und zwar zum Beispiel mit der Fahrt nach Georgia Ports. Oh, das ist knapp. Das ist alles so knapp. Ich dreh durch. Oh, da frisst die ja die ganzen Fingernägel weg hier. 25, 27 Tage. Das. Ah, 25 Millionen. Wenn man das mittlere, dann müssen wir ein Containerschiff verkaufen. Ist das spannend? Katsching, katsching, katsching. So, Houston, Texas. Ist ja schon wieder Kacke hier. Irgendwann fangen wir an, dafür Kakaostrafe zu zahlen. Quebec. Halifax. Oh, und das nimmt auch den Platz immer weg. Komm. Abtransportieren hier. Können wir irgendwas mitnehmen, was wirklich viel wert ist, was wir anschließend mitnehmen? 14 Tage nach Havanna. Balboa. Nur mit.
Und die Yankee, die muss es jetzt reißen hier. Metro Vancouver, Metro Vancouver, Metro Vancouver. Mazzilioni. Not 4 Tage. Bonusgeld. Oh, ist das knapp. So, wir müssen dann gleich das Containerschiff verkaufen, wenn, if any. Richtig? So, wir müssen... Oh Gott, wie soll man da denn hinkommen? An dem großen Schiff? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann da in die Luke rein. Oh je, oh je, oh je, oh je. Und dann da um die Ecke rum. Am Schweigen erkennt man übrigens die Konzentration des Herrn Gardehuls. Wollte sie nur mal anmerken. Also so falsch scheinen die Entwickler ja dann doch bei ihrer Einschätzung nicht gelegen zu haben in den 25 Millionen. Ne? Muss man jetzt auch wieder sagen. Es ist so knapp. Aber mal ehrlich, um Gold zu bekommen, müssten wir jetzt dann zusätzlich noch in jeder Kategorie die meisten Schiffe haben. Hallo, geht's noch? Wie soll das denn gehen? Ganz ehrlich? Nee. Das stelle ich mir ja doch noch ein bisschen schwieriger vor, ehrlich gesagt. So, jetzt drehen wir das ganze Ding einmal in die richtige Richtung. Nee, komm. So. Wenn Sie ein perfektes Manöver hingelegt haben, bekommen Sie einen Bonus auf alle hier abgelieferten Aufträge. Viel Spaß mit dem Geld. Ist das das Containerschiff, was wir verkaufen müssten? Wie viele Tage haben wir denn jetzt noch? 20. Eine Fahrt können wir damit noch machen, denke ich mal. Das war das Containerschiff, ne, was wir verkaufen müssen. Ja. Wenn das geht. Ich weiß es nicht. I'm a survivor. Balboa? Machen wir jetzt hier Firmentreffen über Balboa, hä? 5 Tage, 1 Tag. Nee, wir müssen nach Balboa, weil wir diesen KV-Auftrag da drauf haben. Eine Schlepperreederei streikt. Sie müssen selber Hand anlegen und ihr Schiff steuern, oder sie warten das Ende des Streiks ab. Was sieht man jetzt? Ach, da oben! Gott, das... Wie soll das denn gehen? Hilfe! Nein, andersrum! Nicht so stark, Gardehul. Nicht so stark.
Ja, ob wir diesen Hafen jemals wieder verlassen, ob wir diese Mission schaffen und all diese Dinge mehr seht ihr wahrscheinlich dann. Ja, ich glaube, in der nächsten Folge wird es soweit sein. In der nächsten Folge werden wir wissen, ob wir diese Mission geschafft haben oder nicht. Wenn wir jemals aus dem Hafen rauskommen. Hallo, wir müssen... Alter, wollt ihr mich veräppeln? Was ist nochmal die Ersparnis? 200.000? Jetzt mal ganz im Ernst hier, Jungs. Aber wir können nicht 2 Tage warten. Wir haben noch 10 Tage Zeit. Wir müssen mit dem scheiß Containerschiff, das müssen wir auch verkaufen und alles. Das wird ganz schön eng. Mit der Zeit. Ich bin mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Es ist so knapp. Wir haben jetzt 11 Millionen. Wir haben noch ein Schiff, was wir verkaufen können. Es bleibt spannend, oder wie heißt das so schön? Ich habe das Gefühl, das reicht noch nicht ganz. Ja, like a boss hier, ne? Also, wer wird denn da gleich sich erschrecken? Wir können es doch. Ja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, wir spielen Transocean 2 Rivals. Ich gebe jetzt mal Vollgas hier. Und hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen da. Vorbestellen könnt ihr über den Link in der Beschreibung. Ihr spart 26% bei unserem Kooperationspartner gamesplanet.de. Die Events ist als Keyshop und offiziell lizenzierter Keyshop auch für diverse Spiele und so weiter empfehlen kann. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Aber das kommt in dem Sinne von TV.de. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.